begrüße Sie zu unserem landespolitischen Gespräch. Heute hoher Besuch der Freien Wähler. Hubert Aiwanger ist zu Gast. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Herr Aiwanger, jetzt hat auch München sein Stuttgarter blaues Wunder. Sie haben eine Studie beauftragt, Sie haben mal nachgerechnet, und die zweite Münchner Stammstrecke wird teurer, unbezahlbar teuer? Es war ja vorherzusehen, dass hier die Kosten aus dem Ruder laufen. Wenn hier ein Bauziel von in etwa 10 Jahren vor uns steht, dann kann man ja damit rechnen, dass sich das Ding mindestens verdoppelt. Wir sehen diese Tendenzen ja früher vom Transrapid, wir sehen es bei Stuttgart 21, wir sehen es beim Berliner Bahnhof. Und am Ende müssen wir uns als Bayern überlegen, wofür geben wir das Geld aus? Und hier klare Botschaft der Freien Wähler: Konzentriert euch auf das Machbare, ertüchtigt das bestehende System und greift hier nicht nach den Sternen. Das kann am Ende niemand zahlen. Der Freistaat müsste hier dafür gerade stehen. Und es geht am Ende in die hunderte Millionen, wenn nicht in die Milliarde, was der Freistaat Bayern drauflegen müsste. Und dafür ist das Geld nicht da. Aber wieso ist man denn jetzt so spät, nach einigen vielen Jahren, erst draufgekommen, mal nachzurechnen? Hat es das nicht gegeben vorher, oder? Ja, weil die Politik hier immer gerne das hätte, wie sie es gerne hätte, und nicht den Dingen ins Auge sieht. Nochmal, beim Transrapid war es auch so, da wollte man auch lange Zeit nicht glauben, dass das Ding nicht finanzierbar ist. Natürlich hätten die Verantwortlichen hier eher genau hinsehen sollen. Und Wirtschaftsminister Zeil hat ja sehr allergisch reagiert, als die ersten Meldungen aus der Bahn kamen, die schon eine Kostensteigerung von 400 Millionen ins Auge gefasst haben. Es ist quasi per politischen Beschluss beschlossen worden, dass es nicht teurer wird. Aber er kann die Baukosten einfach nicht wegdiskutieren. Die Politik hat hier die Realität verweigert und jetzt wird sie von der Realität eingeholt. Das ist die Situation. Ein weiteres Großprojekt ist der Ausbau der Donau. Die Freien Wähler waren Anfang von schon immer dagegen, im Grunde jetzt auch eben die CSU mit der FDP im Gepäck. Ist das voll nach Ihrem Geschmack, oder? Ja, auch hier wird die Politik von der Realität eingeholt. Ich habe hier schon vor Jahren mit Bürgermeistern vor Ort gesprochen, in Hengersberg, in Deckendorf und so weiter. Die sagen: Bitte verhindert, dass wir hier eine angestaute Donau bekommen. Das würde folgende Auswirkung haben: Das Umland ist sehr wasserdurchlässig. Auch die Uferregionen würden einen steigenden Grundwasserstand feststellen lassen müssen, was dazu führt, dass Baugebiete absaufen, dass landwirtschaftliche Nutzfläche vernässt wird. Dann wollte man das mit Spundwänden absperren, wollte das Wasser wieder zurückpumpen und dergleichen Späße mehr. Ist also praktisch Wahnsinn, hier in dieses Ökosystem so massiv einzugreifen. Unsere Botschaft war immer: Macht maximal den sanften Ausbau, passt die Kähne ans Wasser an und nicht das Wasser an die alten russischen tiefen Lastkähne. Also mit einem Bruchteil der Kosten könnte man die Schiffe umrüsten, damit die auch mit niedrigerem Wasserstand auskommen. Mich freut es, dass die CSU hier erneut einknickt. Also bei Studiengebühren ist es ähnlich gelaufen. Denken Sie denn, dass es diesen Kompromiss jetzt geben kann, dass der tragfähig ist? Ich glaube, dass jetzt auch die FDP eingesehen hat, dass sie sich mit einem Volksentscheid nur massiv blamieren würden, dass das vielleicht sogar der erste Schritt in die Opposition ist für Schwarz und Gelb, weil die Bürger irgendwann die Faxen dicke haben. Es ist jetzt nötig, die Konsequenzen zu ziehen, und die lauten: Volle Kompensation der ausfallenden Studiengebühren. Das ist finanzierbar, und wie man ja jetzt hört, vorher hat es geheißen, wir können das nicht zahlen. Jetzt können sie das zahlen und die Schulden abbauen und frühkindlich und beruflich draufsetzen, kann uns nur recht sein. Wir haben damit Bewegung in die gesamte Bildungslandschaft gebracht. Wir haben immer schon gefordert, den frühkindlichen Bereich qualitätsmäßig zu verbessern, auch die berufliche Bildung kostenmäßig zu senken. Stichwort Meister-BAföG. Und wenn die Studiengebühren hier voll kompensiert sind, dann findet das Ding unsere Zustimmung. Mich freut es, dass hier Schwarz und Gelb auf die Linie der Freien Wähler eingeschwenkt sind. Ein Stichwort, das Sie vielleicht interessieren dürfte, natürlich auch als Bundesvorsitzender der Freien Wähler, ist Italien. Vielleicht ein, zwei Sätze zur Wahl dort. Die Destabilisierung des Euroraumes wird ja befürchtet. Sie waren schon immer gegen Rettungsschirme, da sind Sie sich einig mit den Linken sogar. Also unser Ansatz ist: Die Kriterien bei der Euro-Einführung wie versprochen, jeder haftet für seine Schulden selbst. Und dann müssen eben Länder, die es nicht auf die Reihe kriegen, ihre frühere Währung wieder einführen, parallel zum Euro. Die Griechen die Drachme, um damit wieder abwerten zu können, wieder wettbewerbsfähig zu werden. Hätten die nicht betrogen, wären sie heute gar nicht in der Eurozone. Also bitteschön, man muss die Realität auch hier ins Auge sehen.
Ein sehr unrühmliches Beispiel beim Umgang mit Lebensmitteln ist der Pferdefleischskandal, die Pferdelasagne. Ich kann mich noch gut entsinnen, wie vor einigen Jahren in Bayern durch die Schlachtstättenverordnung die dörflichen Metzger quasi ja, vertrieben oder einfach ausgerottet wurden. Das wäre mit so einer dezentralen Struktur anders gelaufen. Wir Freien Wähler sind der Überzeugung, wir müssen die dezentralen regionalen Strukturen stärken. Das ist die Dorfmetzgerei, das ist der Abhofladen des Landwirts, das ist die kleine Bäckerei, das ist der kleine Schlachthof, das ist die kleine Molkerei. Wenn wir diese Strukturen alle platt machen und nur noch ersetzen durch einige wenige international operierende, ja, Konzerne, Fleischmafia und so weiter als Stichwort, dann muss ich sagen, sind wir selber schuld. Wir können das mit allen Kontrolleuren der Welt und mit aller Strafandrohung der Welt nicht hinbekommen, solche Firmen in den Griff zu kriegen, die wirklich weltweit ihre Ware hin und her schieben, teilweise ja nur die Lieferscheine hin und her schieben und die Ware gar nicht transportieren. Es ist schlichtweg nicht kontrollierbar. Und wenn, dann wird am Ende der Kontrolleur bestochen, dann passt das wieder. Wir brauchen das Vertrauen durch den Metzger um die Ecke, durch den Landwirt um die Ecke, die überschaubaren Strukturen, die noch sinnvoll kontrollierbar sind und die sie selber kontrollieren, weil sie ihren guten Namen nicht verlieren wollen. Wenn ein Metzger draußen am Dorf einmal schlechte Ware liefert, kauft dort niemand mehr ein und der ist erledigt. Wir sind Befürworter dafür, regionale Strukturen zu stärken, Dorfmetzger wieder neu zu gründen, die wir wegradiert haben, damit der Bürger wieder weiß, wo er was einkauft. Das war das Schlusswort zum landespolitischen Gespräch heute mit Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, Hubert Aiwanger.